Herzlich willkommen, ihr aus unserer Pfarreiengemeinschaft St. Christophorus im Mainbogen. Heute an diesem Adventswochenende, so von Samstag bis Sonntag, mag ich euch eine Geschichte erzählen, spannungsvoll. Deswegen haben wir hier das Schloss von Schwebheim gewählt. Aber die Geschichte, die ich erzählen mag, spielt drüben im Elsass. Wir schreiben das Jahr 660. Und dort beginnt die Geschichte der jungen Tochter vom Schloss, nämlich die Tochter Odilie. Und davon mag ich euch erzählen, heute zu diesem Wochenende im Advent. Wir sind drüben im Elsass und wir schreiben das Jahr 660. Und am 13. Dezember feiert der Elsass, nämlich den Tag der heiligen Odilie. Und wenn es die Zeit erlaubt, vor Corona, war ich um diese Zeit immer im Elsass. Ein Tag zur Erholung, bevor die weihnachtlichen Gottesdienste, die Festtage kamen. Und auf dem Odilienberg, wunderbar schön, ich habe mich erholt. Und genau dort entdeckte ich die Geschichte der heiligen Odilie. Spannungsvoll. Sie wird geboren und so erzählt es die Legende, sie sei blind gewesen. Blind, sie habe ganz einfach die Wirklichkeit nicht richtig wahrgenommen. Und dann das spannungsvolle Ereignis. Wenn einer blind ist, dann taugt er ja nicht für die Gesellschaft. Also beschloss der Vater, wir bringen die Tochter um, weil nur gesunde und fitte Leute wichtig sind für das Land. Also, die Mutter packt ihre Tochter, gibt sie weg in ein Kloster. Und so erzählt es die Legende, sie wird getauft. Und jetzt gingen ihr die Augen auf. Jetzt hatte sie einen fabelhaft großartigen Blick für ihr eigenes Land, für all die Menschen, die im Elsass lebten. Weil der Vater, wie gewohnt, typisch im Krieg fiel, wird sie die Landesherrin. Und dann startet sie den Aufbau des Landes. Alle Familien erblühten im Land, alle Familien hatten Zukunft, die Städte entwickelten sich und das Zentrum einer jeden Stadt, so hat sie es sich gewünscht, war die Kirche, das Kloster. Weil jeder Mensch sollte eine Hoffnung haben, eine Hoffnung, die niemals untergeht. Elsass wurde ein blühendes Land, selbst heute noch. Aber der Baustein dafür legte diese Dame, deren Gedenken wir am 13. Dezember feiern. Die Odilie aus dem Elsass. Eine Frau, die ich persönlich sympathisch finde. Ihr gingen die Augen auf. Sie sah ihr Land ganz konkret und stiftete an jedem Hoffnung. Ich persönlich habe den Eindruck, solche Frauen, solche Männer brauchen wir heute, die ununterbrochen ihre Mitmenschen Hoffnung stiften. Großartig für den Advent, ein Mensch zu werden, der den anderen Hoffnung stiftet.